Hallo und willkommen bei WatchMaxes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, wenn ich über Themen spreche, für die ich nicht unbedingt Bilder brauche. Ich habe in einigen Podcasts und auch unter Videos doch die Anregung bekommen, ich könnte einmal was über Uhrenantriebe, Uhrenwerke machen. Für mich war das eine große Herausforderung, denn ich bin nun wirklich nicht der Techniker und kenne mich auch mit Werken nicht wirklich gut aus. Da gibt es andere, die dafür wesentlich berufener sind als ich. Trotzdem habe ich diese Anregung natürlich gerne aufgenommen und versuche heute euch einen kleinen Überblick über die gängigsten Antriebsarten zu geben. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und natürlich auch ohne zu sehr in die Technik zu gehen, denn dafür gibt es, wie gesagt, wesentlich berufenere, die auch eine Uhr aufmachen können und euch dann auch die Werke zeigen können. Heute geht es mehr so über die generelle Kategorisierung, was sind die Hauptunterschiede und was sind die aus meiner Sicht vorhandenen Vor- und Nachteile. Die gängigste, eine Einschränkung noch, ich beschränke mich natürlich auf Armbanduhren, also nicht auf Taschenuhren, auch nicht auf Standuhren und schon gar nicht auf wirkliche Großuhren, Turmuhren oder andere Uhren, denn da gibt es noch komplett andere Antriebswerke und Antriebsarten und Werksarten, die ich heute außen vor lassen werde. Bei Armbanduhren ist wohl die bekannteste Art und auch die älteste bekannteste Art der mechanische Aufzug und hier insbesondere der Handaufzug, bei dem meistens über eine Krone, die durch das Gehäuse geführt wird und mit dem Werk verbunden ist, eine Aufzugsfeder gespannt wird und somit Energie gespeichert wird, die dann über die Hemmungsgruppe kontrolliert abgegeben wird und das Uhrwerk dann kontrolliert antreibt. Es gibt auch Handaufzugsuhren, die sind aber wesentlich seltener. Die werden ähnlich wie Stand oder auch wenige Taschenuhren über einen Aufzugsschlüssel aufgezogen. Das ist aber die eindeutige Ausnahme, ist aber auch eine Handaufzugsuhr, weil hier eine wirklich manuelle Tätigkeit notwendig ist, um die Aufzugsfeder mit entsprechender Energie zu versorgen, damit das Uhrwerk entsprechend laufen kann. Die Weiterentwicklung des Handaufzugs im Sinne von Komfort und auch technischer Innovation ist dann das Automatikwerk gewesen. Auch hierbei handelt es sich um ein mechanisches Werk, bei dem die Aufzugsfeder gespannt wird, um Energie zu speichern und dann über die Hemmungsgruppe kontrolliert ans Uhrwerk abzugeben. Diese Aufzugsfeder im Automatikwerk wird aber nicht manuell per Drehen über eine Krone oder einen Schlüssel gespannt, sondern über einen im Werk verbauten Rotor, der sich dreht und dann über eine Verbindung mit der Feder die entsprechende Energie in die Feder überträgt, diese spannt. Die Energie kann dann entsprechend abgegeben werden. Einen Unterschied gibt es bezüglich der Entspannung, also nicht im Sinne von entspannen, sondern der endgültigen Spannung, der endgültigen Aufzugsleistung. Beim Handaufzug merkt man das, wenn die Uhr vollständig aufgezogen ist, gibt es einen Widerstand und dann kann man nicht weiter drehen und wenn man dann mit Gewalt weiter dreht, macht man die Uhr kaputt. Beim Automatikwerk gibt es das in dieser Art nicht, weil der Rotor sich ja immer dreht und dann immer gegen diesen Widerstand schlagen würde. Deshalb ist in Automatikwerken ein sogenannter Gleitzaum verbaut, sodass sich die Feder dann zwar nicht mehr spannt, aber in gewisser Weise durchrutscht und somit ein Drehen des Rotors keinen Schaden an der Feder verursachen kann und auch eine Automatikuhr bei Vollaufzug weitergetragen werden kann und sich der Rotor auch weiter drehen kann. Es gibt unterschiedliche Arten von Rotoren. Es gab zuallererst, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine sogenannte Pendelautomatik oder auch Hammerautomatik, wo ein Pendel von links nach rechts schwang und immer über eine kleine Feder auf eine Art Anschlag oder Amboss aufschlug und dann in die andere Richtung pendelte. Ähnlich wie bei einer Standuhr das Pendel links, rechts, so pendelte auch der Rotor bei einer Pendel- oder Hammerautomatik bei der Armbanduhr.
Später gab es dann den Rotor, der sich um 360 Grad im Vollkreis drehen konnte und auch mehrfach in die gleiche Richtung und auch in die Gegenrichtung drehen. Auch hierbei gibt es Unterschiede. Es gibt Rotoren, die ziehen nur in eine Richtung auf und es gibt Rotoren, die ziehen in beide Richtungen auf. Es gibt aber auch Uhren, die haben einen sogenannten Mikrorotor, also einen Rotor, der deutlich kleiner ist und dann entweder schwerer ist oder eine andere Übersetzung hat, es aber trotz der geringeren Größe und des geringeren Gewichts und des geringeren Drehmoments es schafft, die Uhr mit ausreichend Energie zu versorgen, sodass auch eine Automatikuhr mit Mikrorotor absolut und vollkommen alltagstauglich ist. Die mechanischen Uhren wurden dann in den 80er Jahren sehr weitgehend, wenn auch nicht vollkommen, von Quarzuhren verdrängt. Quarzuhren sind Uhren, die nicht durch eine mechanische Feder, die die Energie speichert, angetrieben werden, sondern die Energie kommt hier aus einer in der Uhr verbauten Batterie und diese Batterie sendet Strom an einen Quarzoszillator. Ein Quarz schwingt mit einer ganz präzise definierten Frequenz und diese Frequenz wird dann runtergeregelt, sodass sie einen Energietakt von exakt einer Sekunde hat und mit genau dieser einen Sekunde wird dann der Sekundenzeiger vorwärts getrieben. Da Quarzwerke bzw. der Quarz, der die Schwingung abgibt, deutlich präziser ist als ein Mechanikwerk und auch das insgesamt vorhandene Räderwerk deutlich weniger Teile hat als bei einer mechanischen Uhr, wo ich ja Feder, Hemmung und auch weitere Zahnräder habe, kann das Quarzwerk deutlich genauer gehen als eine mechanische Uhr und ist auch häufig deutlich robuster gegen Schwingungen, Stöße und harte Arbeit im Alltag. Wenn man sagt, eine mechanische Uhr hat im Normalfall eine Gangabweichung von wenigen Sekunden am Tag, darf man von einer durchschnittlichen Quarzuhr eine Abweichung von wenigen Sekunden im Monat erwarten. Sehr gute Quarzuhren mit einem hochwertigen Werk, einem hochwertigen Quarz und auch einer sehr guten Qualitätskontrolle erreichen sogar eine Ganggenauigkeit von wenigen Sekunden im Jahr. Hier sind die hochgenauen Quarzwerke, die High Accuracy Quartz Movements zu nennen oder auch die entsprechenden Werke von Seiko, die Krang-Seiko-Werke bzw. auch die Spring-Drive-Werke, zu denen ich aber noch komme, denn hierbei handelt es sich nicht um reine Quarzwerke, auch nicht um reine mechanische Werke, aber dazu komme ich später noch. Zu den ebenfalls quarzgetriebenen Werken, die allerdings ohne Batterie auskommen, gehören die Kinetik- und die Solaruhren. Beides sind Uhren, die die Energie in einem Kondensator speichern, aber die Speicherung erfolgt auf unterschiedliche Art und Weise. Bei einer Kinetikuhr erfolgt die Speicherung der Energie in dem Kondensator durch Bewegung. Das heißt, hier ist auch ein Rotor verbaut, der sich bei Bewegung entsprechend dreht. Und dann, man kann es sich im einfachsten Fall vielleicht so vorstellen, wie ein Trafo früher beim Fahrrad eine Spule in Bewegung setzt. Dort wird Energie erzeugt und die wird dann in dem Kondensator gespeichert. Für Kinetikuhren gibt es auch spezielle Uhrenbeweger. Die normalen Uhrenbeweger für mechanische Uhren können, müssen aber nicht funktionieren. Ich selber hatte auch schon Kinetikuhren und hatte mir dafür einen extra Beweger gekauft, habe dann beides verkauft, weil ich mir gedacht habe, es ist ja völliger Blödsinn, sich eine Uhr zuzulegen, die angeblich keinen Strom und keine Batterie braucht, um sie dann über den Netzstrom in Bewegung zu halten, damit sie läuft. Denn die zumindest frühen alten ersten Kondensatoren hatten ein Problem. Wenn sie komplett entladen waren, dann gingen sie sehr schnell kaputt. Das heißt, diese Uhren musste man pflegen, regelmäßig laden, durfte sie nicht tiefenentladen. Und das war bei meiner Trageweise völliger Unsinn und hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Das gilt übrigens auch für die zweite Variante der batterielosen Quarzuhren, die Solaruhren, die sich über Sonnenstrom aufladen. Auch hier haben alte Kondensatoren das Problem gehabt, dass Tiefenentladung die Uhr sehr schnell beschädigt hat. Das sind also zwei Varianten
des Quarzantriebs gewesen, der ohne Batterie auskommt, beziehungsweise eine wiederaufladbare Energiezelle hat. Seiko hat einen weiteren Werkstyp, beziehungsweise eine Energiequelle, eine Art der Umsetzung der Antriebsenergie hinzugefügt. Und zwar handelt es sich dabei um die Seiko Spring Drive Werke. Spring Drive Werke sind mechanische Uhren in der Hinsicht, dass die Energiegewinnung über einen Rotor erfolgt und auch die Energie in einer Feder gespeichert wird. Es ist also eine herkömmliche Art der Energieerzeugung und die ermöglicht es der Uhr, völlig unabhängig von Batterien zu sein, von tiefen entladenen Kondensatoren oder anderen. Also hier auf dieser Seite sind wir im ganz klassischen Uhrenantrieb bzw. in der klassischen Energiegewinnung und der klassischen Energiespeicherung. Die Abgabe erfolgt aber dann nicht über eine Hemmungsgruppe, so wie in den klassischen mechanischen Uhren, sondern über ein von Seiko entwickeltes sogenanntes Trisynchro-Regulationssystem. Und das ist im Wesentlichen dann kein mechanisches Bauteil mehr. Es handelt sich hierbei um drei Komponenten, von denen eines ein integrierter Schaltkreis ist, also eine Art elektronische Bremse und einen Quarzoszillator. Hier kommt also wieder Quarz ins Spiel, sodass die mechanisch gespeicherte Energie über einen Quarzoszillator und einen Schaltkreis geregelt wird und auf diese Art und Weise wird die Energie dann an das Uhrwerk abgegeben. Der Vorteil hierbei ist, dass die Energieabgabe sehr präzise ist und anders als bei den Quarzuhren, wo der Quarz auf eine Sekunde runtergetaktet wird, absolut fließend erfolgt, also auch nicht in vielen, vielen kleinen Sprüngen wie beim mechanischen Uhrwerk, sondern absolut fließend mit einer absolut hochpräzisen Abgabe der Energie an das Werk, sodass die Springdrive-Werke eine Ganggenauigkeit von weniger als 10 Sekunden pro Jahr erreichen. Seiko spricht hier davon, dass das Springdrive-Werk den natürlichen Fluss der Zeit widerspiegelt, weil es eben weder die deutlich sichtbaren Sekundensprünge gibt, noch die sehr kleinen Mikrosprünge, die durch die Hemmungsgruppe bei mechanischen Uhren, seien es Handaufzugsuhren oder aber automatische Uhren, erzeugt werden. Ein weiterer Unterschied zwischen mechanischen und Quarzuhren ist die Kraftmenge, die abgegeben wird. Bei einer mechanischen Uhr wird die Kraftmenge, die abgegeben wird, definiert durch die Spannung der Zugfeder und beim Quarz durch die Energie, die die Batterie erzeugt bzw. die dann elektronisch geregelt für das Werk freigegeben wird. Um Kraft und Energie zu sparen, ist der Energieimpuls bei den klassischen Quarzuhren relativ gering, was zur Folge hat, dass größere, schwerere, dickere Zeiger in der Regel in Quarzuhren ungern verbaut werden. Bei Automatikuhren spielt das nicht die ganz große Rolle, denn durch die hohe Spannung oder die vergleichsweise hohe Spannung der Aufzugsfeder ist der Energieimpuls ausreichend, um auch größere Zeiger bewegen zu können. Bei den Springdrive-Werken hat man hier, wenn man das so möchte, das Beste aus zwei Welten. Man hat die hohe Spannung der Aufzugsfeder, denn die Energiespeicherung erfolgt ja mechanisch über Rotor und gespeichert in der Feder und die Abgabe erfolgt dann mit dem entsprechenden Energieimpuls aus der Feder an das Uhrwerk, sodass auch bei einem Springdrive-Werk größere, schwerere Zeiger verbaut werden können, die aber trotzdem mit einer Genauigkeit laufen, wie sie Quarzuhren üblicherweise an den Tag legen, beziehungsweise die Genauigkeit vieler Quarzuhren sogar übertrifft. Ja, das war das, was ich über die Antriebsarten und Werksarten sagen wollte. Es gibt allerdings noch einen Punkt, der keine
eigentliche Antriebsart und auch keine an sich alleinstehende Werksart ist, die aber bei mechanischen Uhrwerken der höheren Klassen doch hin und wieder eingesetzt werden. Und hierbei handelt es sich um ein Tourbillon. Ein Tourbillon, auf Deutsch so viel wie Wirbelwind, ist eine Weiterentwicklung des mechanischen Uhrwerkes, um eine lagenbedingte Ungenauigkeit der mechanischen Werke abzufedern bzw. auszumerzen. Wenn eine mechanische Uhr in einer bestimmten Position gelagert wird, sei es Krone oben, Krone unten, Ziffernblatt oben, Ziffernblatt unten, wird jeder von euch nachmessen können, dass die Gangabweichungen unterschiedlich sind, weil das Räderwerk, das Sekundenrad und auch die Hemmungsgruppe, je nachdem wie die Uhr gelagert wird, durch die eigene Schwerkraft und das eigene Gewicht anders belastet werden. Beim Tourbillon handelt es sich jetzt um ein Drehgestell bzw. einen Käfig, in dem die Unruh einschließlich Ankerrad und Anker untergebracht ist. Und dieser Käfig dreht sich in der Regel pro Minute um 360 Grad, womit die komplette Hemmungsgruppe lagenunabhängig im Schnitt immer gleich belastet wird, auch durch das eigene Gewicht, die eigene Schwerkraft im Schnitt gleich belastet wird und sich somit die Uhr unabhängig von Ablage, Tragegewohnheiten sehr viel genauer einstellen lässt. Ja, ich hoffe, das war für euch interessant. Ich hoffe, ich konnte euch etwas sagen, was ihr noch nicht wusstet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen für weitere Podcasts habt, lasst auch dafür gerne einen Kommentar da. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos von mir, die kommen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.